Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einem ganz neuen Projekt. Wie ihr im Hintergrund seht, Assassin's Creed Unity. Ja, meine Freunde, es ist Assassinenzeit und ich hau Assassin's Creed Unity raus. Zwar ein bisschen später wie beim Release, weil ich ein bisschen viel zu tun hatte, aber es kommt an den Start. Far Cry 4 ist wahrscheinlich auch noch geplant und GTA 5 denke ich auch. Alles mit seiner Zeit. Unity-Kampagne natürlich und vielleicht ab und zu auch mal ein paar Missionen im Koop-Modus mit dem Kollege Famous. Ja, mal schauen, was sich hier alles bietet. Und natürlich geht er auf jeden Fall auch mit Famous ein bisschen was machen, den ich von DayZ und TTT natürlich auch immer dabei war. So, daher lasst euch überraschen, wir starten direkt durch. Ich habe nichts hier gemacht, direkt neu, noch keine Einstellung, alles mal ist egal. Spontan rein in das Spiel. Wir legen direkt los. Jo, wir suchen nach zusätzlichen Inhalten. Oh nein, die Verbindung zu den Ubisoft-Servern wurde wiederhergestellt. Wow. Ist nicht verloren. Die Vergangenheit lebt in uns weiter. Kodiert in der Doppelhelix verbergen sich die Erinnerungen unserer Vorfahren. Nach 3 Jahrzehnten der Forschung haben unsere Ingenieure das modernste biotechnologische Interface geschaffen. Helix ist nun bereit, Ihnen die wichtigsten Momente der Weltgeschichte per Knopfdruck in Ihr Wohnzimmer zu bringen. Das ist die total immersive Unterhaltung. Die wichtigsten Momente der Weltgeschichte stehen Ihnen nun per Knopfdruck zur Verfügung. Und kommen zu Ihnen nach Hause. Willkommen bei Helix. Willkommen bei Helix. Wo die Geschichte ihr Spielplatz ist. Oh yeah. Dann schauen wir mal rein, was bei Helix so passiert, oder? Oh. Ja, Helix. Gesperrt. Das sind die ganzen Kapitel. Wow. Die Tragödie des Jacques de Molay. Wow. Alles andere ist gesperrt. Das wird nach und nach wahrscheinlich freigeschossen. Also fangen wir mit dem ersten an. Jacques de Molay, der letzte der heldenhaften Tempelritter, war ein Mann mit Grundsätzen. Ein großer Geist von jenen hintergangen, denen er vertraute. Erleben Sie in dieser Folge von Gefallene Helden Jacques de Molays tragische letzte Stunden, gesehen durch die Augen eines seiner engsten Freunde und seines Ratgebers. Oh, Jacques de Molay, der letzte der heldenhaften Tempelritter, war ein Mann mit Prinzipien, ein überragender Intellekt, verraten von einem Mann, dem er an den meisten vertraute, dem korrupten König von Frankreich. Okay, wow. Dann werden wir da die Mission starten. Wah. Interesting. Der Ladebildschirm, riesig schwarz mit einem weißen Zeichen oben rechts. Yeah, wow. Der Ladebildschirm lädt und lädt und speichert. Und lädt und speichert und lädt. Paris, 13. Oktober 1307. Wer ist da? Ein Freund des Tempels. Florac, der Urteilsspruch des Rats war eindeutig. Ihr seid hier nicht willkommen. Ich muss mit dem Großmeister sprechen. Er ist beschäftigt, wie die anderen. Vielleicht ein andermal. König Philipp sieht das anders. Verflucht, Mann. Schon im Kerker verrottet. Ich verstehe es kaum. Man hat uns verraten. Zieht die Schwerter. Verteidigt den Tempel. Nicht ihr, Bruder. Für euch habe ich was anderes. Kommt mit. Ja, folgen. Schneller vor als erwartet. Sind andere Finger im Spiel. Der Papst? Die Assassinen. Assassinen?
Ich dachte, die Mongolen hätten ihre Macht vor Jahrzehnten gebrochen. Die Assassinen sind älter als Masyaf, mein Freund. Ihre anarchischen Ideale sind ansteckend wie die Pest. Noch schwieriger auszulöschen. Sprinten! Wir erleben den Morgen nicht. Doch halt ihr euch, retten wir den Orden. Was muss ich tun? Geht zum Turm. Nehmt Schwert und Buch. Versteckt sie. Die Assassinen dürfen sie nicht finden. Geht! Oh yeah. Dann heißt es los. Angreifen. Woo! Wow! Wuhu! Weiter geht's. Umbringen. Wir müssen da hin. Kommt die Brücke! Halt! Verdammt! Ich muss irgendwie hinein. So, dann haben wir hier eine Leiter. Helfen wir den kurz, oder? Bams! Ah ne, ist Freund. Okay, gut. Leiter hoch. Ab. Hoch, hoch. Templer-Artefakte finden. Dass die Assassinen sie nicht in die Hände kriegen. So, finden. Irgendwo da oben. Dann gehen wir gleich hier raus. Oh, nicht zu weit, bitte. Das heißt, Leiter hier hoch, hä? Nein, falsche Seite, genau. Jetzt hoch. Hoch, 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 hoch. Ich muss ganz hier hochkommen. Die unten kämpfen, bekämpfen sich. Hier komme ich gar nicht hoch. Hä? Was machst du? Deckung verlassen, ich will da hoch. Geh natürlich. Hoch, 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 hoch. R2 und hochklettern. R2 und X zum Klettern. Oh, das ist eine Assassine. Da war eine Assassine, der hat den einen Untergang mitgenommen, hä? Wie geht's dem? Nicht gut. Haltet ihn! Jetzt muss ich hier runter. Die Assassinen sind schon unterwegs. Was geht? Was ist los mit denen? Der Turm. Sie haben den Turm gestürmt. Okay, wir müssen hinterher. Wuhu! Da ist er, hinterher. Töten wir ihn. Schnell, folgt den Assassinen. Oh, warum kletterst du darüber? Schnell. Hinterher, oh, jetzt auch noch hier ein Gas. Hinten. Fuck. Nicht mit mir. Bring den um! Parieren! Und drauf! Bam! Wir bringen ihn um! Hier! Und jetzt holen wir uns! Was? Haut ihn ab! Hinterher! Den Assassinen müssen wir töten! Fuck! Ja, muss gegen alle noch kämpfen. Ja, komm jetzt, komm! Hier! Nimm den! Ja, ich kann ausweichen. Jetzt aber.
7 Jahre später. Papst Clemens, hört mich an! Noch vor Ende des Jahres werdet ihr vor dem Richtstuhl Gottes stehen! Und ihr, König Philipp, für die schmachvolle Schändung des Tempels kann keine Bestrafung schrecklich genug sein. Ach, seid verflucht! Verflucht bis in die 13. Generation! Verflucht sollt ihr sein! Gierig von den Flammen des Zorns verschlungen, fand das Zeitalter der großen Weisheit ein schmerzhaftes Ende. Die Tempelritter, einst stolze Bewahrer von Ordnung, Frieden und Erkenntnis, gab es nicht mehr. Ja, lass einen Sniffer laufen. Wenn Abstergo uns anpingt, hol mich raus. Okay. Ich habe ein Bild. Hallo. Du bist bestimmt verwirrt, also mach ich's kurz. Ich bin Bishop. Nicht wirklich, versteht sich. Aber mehr verrate ich heute nicht. Bitte hör gut zu. Abstergo will dich benutzen, um mithilfe deiner Neuronen genetische Erinnerungen zu durchforsten. Die Typen haben ihre Finger bereits in Zahlen, Regierungen, Pressekanälen und NGOs. Aber jetzt wollen sie die Kontrolle über die Geschichte. Macht dich das nervös? Dann ist gut. Aber wir werden sie stoppen. Und ich brauche deine Hilfe. Deacon, lade Gensequenz AD16, B13, I87. Ja, ist gleich soweit. Letzte Woche erhielten wir Zugang zu einem Satz nicht sequenzierter Erinnerungen auf den Helix-Servern. Zunächst wirst du dir eine kleine Probe anwählen, damit du verstehst, wofür wir kämpfen. Und danach kannst du selbst entscheiden, was passieren soll. Wir warten. So viel Input am Anfang, so viel Verwirrung. Alles. Für wofür wir kämpfen, werden wir alles herausfinden. Wir brauchen diese Probe. Wir töten Assassinen und dann werden wir selbst umgebracht. Oh mein Gott. Einfach so aus dem Nichts. Und wir haben unser Relikt versteckt. Ob sie das jemals gefunden haben? Hm, wer weiß das schon. Und es lädt ewig, der Ladebildschirm. Eine Klasse für sich. Ui. Versailles, 27. Dezember 1776. Arnaud? Kann ich nicht mitkommen, Vater? Nur Mut, mein Junge. Du wartest hier. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger ganz oben steht. Das dauert ja ewig. Nicht so lange, wie du glaubst. Und wenn ich zurückkomme, sehen wir uns das Feuerwerk an. Und Arno? Keine Abenteuer, ja? Ja, Vater. Aha, wer ist dieses Mädchen? Das Palais des Versailles. Datenbank öffnen. Okay, der Palast von Versailles war ursprünglich von Ludwig dem 13. als Jägerhütte gebaut worden und wurde unter Ludwig dem 14. zu einem der größten Paläste der Welt und den Sitz der französischen Monarchie erweitert. Zu dem Beginn der französischen Revolution verließ die königliche Familie den Palast und zog nach Paris zu Tuileries. Nach der Festnahme des Königs wurde Versailles zum einer königlichen... Oh, da kann man ja viel lesen. Okay, Königs wurde Versailles zusammen mit allen königlichen
Besitztümern beschlagnahmt und versiegelt. Die Einrichtung wurde 1793 versteigert und der Palast 1974 in ein Museum umgewandelt. Seltsam, erst verschleudern sie das komplette Inventar und dann machen sie in ein Museum daraus. Was soll sich die Leute dann anschauen? Ein kleines Schild mit der Aufschrift, hier stand mein schicker Sessel. Trotz aller Restauration, Kaiserreiche und Revolutionen, die noch folgen, spoltern wir Versailles nie wieder den Sitz der politischen Macht. Okay, die Infos immer durchlesen, ist eine Frage. Ich komme! Was will das Mädchen mit uns machen? Jagt es uns hin? Ich sollte mich ja hier umgucken, aber... Wieso? Umgucken, unnötig. Ups! War ich nicht! Scheiß auf dein Spanferkel! Schneller! Dem Mädchen folgen. Dann folgen wir mal dem Mädchen. Mädchen, wo rennst du hin? Hallo, Mädchen. Stehlen. Ich wette, du klaust keinen. Apfel stehlen. Dieb, leg ihn zurück. Unterbrechen Sie den Sichtkontakt, um einen letzten bekannten Aufenthaltsort zu erzeugen. Verdammt, was zum Teufel geht hier vor? Die sind für seine königliche Hoheit, nicht für Gesindel wie dich. Oh, bleibt er hier noch dahinter stecken? Ach, Mist. Was ist passiert? Abhauen, immer noch. Hab ich dich. Hat er mich jetzt gesehen? Wenn sich das Müll über den Kopf eines Gegners gelb fühlt, wird er misstrauisch. Wenn es komplett rot gefüllt ist, wird er angreifen. Ich bin noch versteckt. Ah, mit dem Mädchen sprechen. Nutzen Ihre letzte bekannte Position, um Wachen von der Tür wegzulocken. Aha. Ich befehle euch, stehen zu bleiben. Das heißt, ich muss ihn einfach verwirren, hä? Und dann durchrennen. Ja, ich komme! Voll verarscht haben wir die Wache. Apfelgesichter gesehen? Ich bin Arnaud. Elise. Ich begleite meinen Vater. Genau wie ich. Wichtige Geschäfte mit dem König. Was machen wir als nächstes? Hör doch. Keine Bange, hier drin werden sie uns nie suchen. Es war meine Schuld. Ich habe den Apfel genommen. Mal sehen, wo die hingehen. Wo gehen die hin? Die Wachen haben jetzt was anderes. Andere Probleme, oder? Wie es aussieht. Herausfinden, was vor sich geht. Ja. Eine Affäre, aha. Elise. Vater? Und ihr müsst alle barbaren. Komm her, Kid. Sofort. Vater? Nein, sein Vater wurde umgebracht, oder wie? Arnaud, sieh mich an. Oh mein Gott, sein Vater wird einfach umgebracht. Eine traurige Nachricht, die den Jungen komplett kaputt macht. Und nun wird er sich wahrscheinlich rächen wollen. Schauen wir mal. Und wir spielen mit dem Mädchen und klauen einen Apfel. Und was Großes passiert im Hintergrund. Oh mein Gott. Wie ist das nur passiert? Und wer hat ihn umgebracht? Bezirke.
Yeah, Recoletz 13 Jahre später. Wir sind älter. Du kannst nicht ehrlich verlieren, also wirst du zum Dieb, du Bastard. Nur die Ruhe, Victor. Ich kam nur wegen meiner Uhr. Es ist meine Uhr. Ich hab sie gewonnen. Wäre die Welt gerecht, Victor, dann gebe ich dir recht. Doch die Welt ist nicht gerecht. Dies ist Frankreich. Du bist ein toter Mann. Mach mal halblang. Du tust dir noch weh. Gerade habe ich noch mit deinem Bruder gesprochen. Hugo, hol die Maréchal. Warte doch mal. Ich mach schon weg. Yeah, die nächste Jagd beginnt. Unsere Uhr wieder zurückholen. Nicht rammlassen, was? Ah, okay. Ich hätte Kreis drücken müssen, um durch die ganze Menschenmenge zu kommen. Pardon, Madame. Lass mich durch, wir müssen den jagen. Meine Herren, bitte, wir können doch über alles reden. Ah, 5 Objekte über und unterqueren. Hätte ich auch noch machen müssen. Bitte entschuldigt, der ist noch nicht stubenrein. Das heißt, einmal hier so durch oder so. Ja, genau solche Sachen. Ja, oh, das klappt, das hält. Das reicht nicht, aber ich krieg nicht beides hin. Verdammt, egal. Wir wollen unsere Uhr. Scheißegal. Ein dummer Schmied wie du kann die Uhr vermutlich nicht einmal lesen. Komm hierher und sag das nochmal. Nein. Jetzt müssen wir noch entkommen, hä? Aus dem Gebiet fliehen. Oh! Ah, tut mir leid. Lass mich doch mal durch. Mein Gott, die lassen mich einfach nicht durch. Jetzt voll hinter mir her. Gott sei Dank sind wir schnell. Ich habe auch schon die Hälfte Leben verloren. Oh mein Gott. Nicht mal Hälfte, ein Viertel aber. Da kommen sie von vorne. Muss ich kurz abbiegen. Sorry. Nicht dran lassen. Yeah, aber leider habe ich das Datenbank noch öffnen. Können wir noch was lesen? Francesco de la Sera. Yeah. Es gibt nur noch wenige Aufzeichnungen über Francesco de la Sera. Es war ein niederer Adliger, der in Anwesenden in Versailles und ein kleines Haus in Paris unterhielt. Bekanntermaßen war es ein enger Vertrauter des Königs und Miss Mirabeau. Seine Frau Julie starb irgendwann um 1777 und de la Sera musste seine Tochter Elise allein großziehen. Okay. Objekte über unterqueren. Kann man das noch schnell machen? Zählt das? Natürlich nicht. Okay, dann sind wir gut entkommen. Jetzt müssen wir zum Anwesen de la Sera gehen. Aber das mache ich natürlich erst im nächsten Part, würde ich sagen. Hoffe, es hat euch gefallen, der erste Part. So viele Informationen, so viele Videosequenzen, alles Mögliche. Aber im nächsten Part machen wir natürlich weiter. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.